Mein Name ist Mila Petri und ich besuche die 10. Klasse des Struensee-Gymnasiums in Hamburg. Ich werde nun in meinem Vortrag ein bisschen auf die Schülerperspektive der Lockdowns eingehen und auch auf die Zeit nach dem letzten Lockdown blicken. Ich werde mit dem ersten Lockdown beginnen. Vorab möchte ich aber gerne betonen, dass ich mich in einer sehr privilegierten Situation befunden habe. Sprich, ich hatte mein eigenes Zimmer, was als Rückzugsort gedient hat und mir vor allem Ruhe geboten hat beim Lernen. Ich hatte meinen eigenen Laptop, stabiles WLAN und meine Eltern haben sich auch im Homeoffice befunden und konnten mir so Unterstützung leisten. Ich denke, das ist wichtig, einmal für Ihre Einordnung. Genau. Der erste Lockdown hat sich vor allem durch das selbstständige Arbeiten ausgezeichnet. Dies war für viele SchülerInnen eine neue und auch herausfordernde Aufgabe, denn zusätzlich zu den vielen schulischen Aufgaben musste man sich eben damit auch noch beschäftigen. Das hat natürlich auch mit Selbstorganisation was zu tun. Dies mussten wir auch neu erlernen. Oftmals waren wir in dem Punkt leider auch auf uns alleine gestellt. Ich denke, viele SchülerInnen haben auch wenig bis gar nicht in den Lockdowns gearbeitet, da diese Hürde für sie zu groß war, sich mit diesem Thema eben zu beschäftigen oder es sie auch überfordert hat. Auch die soziale Isolation war ein großer Aspekt im ersten Lockdown. Natürlich einerseits durch die neue Pandemiesituation. Wir konnten uns weniger mit FreundInnen treffen, aber eben auch die alltäglichen sozialen Kontakte in der Schule haben gefehlt. Ich finde, als Schule hätte man noch besser darauf eingehen können, indem man Gruppenarbeiten oder auch Meetings organisiert hat. An meiner Schule gab es leider wenige Meetings. Dadurch habe ich mich sehr oft alleine gefühlt. Ja, auch die psychische Belastung war sehr groß für viele SchülerInnen und Schüler. Von Schulseite aus hätte ich mir gewünscht, dass mehr darauf eingegangen würde. Ich habe kein einziges Meeting und auch keine einzige Nachricht erlebt, in der interessiert und ehrlich gefragt wurde, wie wir mit der Situation klarkommen und auch was uns belastet. Es gab natürlich Nachrichten wie: Wir verstehen, dass das eine schwierige Situation für euch ist, aber in der gleichen Nachricht wurde die nächste Aufgabe hochgeladen und das Thema war damit abgehakt. Mir wurde damit nicht signalisiert, dass verstanden wird, wie belastend die Situation für uns ist. Es geht weiter mit dem zweiten Lockdown. Gerne auch die nächste Folie. Genau. Der zweite Lockdown hat sich für mich durch viele Verbesserungen ausgezeichnet, vor allem in Bezug auf den Unterricht. Wir hatten sehr viel mehr Meetings. Dadurch hatte ich auch mehr Struktur in meinem Tagesablauf. Es gab mehr unterrichtsähnliche Phasen und somit auch mehr Unterstützung von LehrerInnen auf das Unterrichtsmaterial bezogen. Auch die Nutzung der E-Learning-Plattform wurde sehr viel effektiver betrieben als im ersten Lockdown. Ich habe gemerkt, dass die Schulen daraus sehr gelernt haben. Es wurden vielseitige Programme eingesetzt, wie zum Beispiel das Padlet oder das Kanban-Board. Und damit wurden auch kreative und interessante Phasen betrieben. Auch im zweiten Lockdown war das Thema psychische Gesundheit nicht präsent, beziehungsweise es wurde nicht in den Schulen thematisiert. Bei den SchülerInnen war es sehr wohl präsent. Viele waren sehr belastet und hatten mit psychischen Problemen zu kämpfen. Wie gesagt, in unserer Schule wurde nicht nachgefragt und es wurde nicht thematisiert, auch wenn die Möglichkeit da gewesen wäre. Man hätte Online-Plattformen wie zum Beispiel das Umfragetool Mentimeter, das zeige ich Ihnen gerne in der nächsten Folie einmal, dort kann man fragen, wie zum Beispiel die SchülerInnen mit der Situation klarkommen. Dies ist ein Beispiel, wie es hätte aussehen können. Diese Umfrage kann auch anonymisiert stattfinden. Ich denke, dass es wichtig gewesen wäre, das durchzuführen, um auch in Kontakt mit den SchülerInnen zu kommen und sie abzuholen. Ich denke, dadurch, dass das aber nicht passiert ist, wurden viele SchülerInnen weiter abgehängt, die eben davor schon zu kämpfen hatten. Ich fahre fort mit der Zeit nach dem letzten Lockdown im Sommer 2021. Gerne die nächste Folie auch. Der Unterricht an den vielen Schulen ging wie gewohnt weiter. Es wurden alte Unterrichtsmuster praktiziert, wie der Frontalunterricht, Arbeitsblätter, Präsentationen,
wie man es eben kennt. Der Schulalltag wurde normal weitergeführt. Ein wenig hat die Nutzung der Schulplattformen und Schulserver zugenommen, um sich eben besser mit Lehrkräften zu vernetzen. Es ist aber auf jeden Fall noch Luft nach oben dort, denn die Kenntnisse sind bei SchülerInnen sowie bei Lehrkräften vorhanden. Ich denke, es ist wichtig, diese auch effektiv einzusetzen, um nochmal einen vielschichtigeren Unterricht zu gestalten. Ich werde Ihnen jetzt etwas über ein spezielles Konzept bei mir an der Schule berichten. Dieses Konzept dreht sich um einen digitalisierten und einen selbstständigen Unterricht. Es sieht so aus, dass alle SchülerInnen ihr eigenes digitales Endgerät haben und damit auch die meiste Zeit in der Schule arbeiten. Wir haben wenig Frontalunterricht, mehr Bilanzierungsgespräche, in denen unsere Lehrkräfte uns fragen, wie kommen wir mit dem Unterricht klar und auch teilweise abfragen, was haben wir gelernt. Auch gibt es viele Projekte und auch Langzeitprojekte von bis zu 5 Monaten. In diesen arbeiten wir großteils komplett selbstständig. Wir arbeiten uns unsere Unterrichtsinhalte selbstständig und vor allem organisieren uns selbstständig. Wir müssen selbst im Blick haben, bis wann müssen wir eine Kompetenz erreicht haben, bis wann müssen wir ein Thema abgeschlossen haben. Dazu möchte ich gerne noch einmal erwähnen, dass dieses Konzept aber auch schon vor Corona geplant war und die Umsetzung natürlich dann im Prinzip ein bisschen einfacher geworden ist durch die Lockdowns, weil die Kenntnisse bei uns SchülerInnen und Lehrkräften eben schon da war und wir diese Tools aus dem Lockdown sehr gut und effektiv in unseren Unterricht nun einbinden können. Außerdem arbeiten wir in der sogenannten offenen Lernlandschaft. Das ist das Erdgeschoss unseres Gebäudes. Dort lernt unser gesamter Jahrgang und wir können uns in den Räumen frei bewegen und zum Beispiel entscheiden, möchten wir lieber in den Stillarbeitungsraum oder doch lieber in den Plenumsraum. Natürlich bringt so ein Konzept auch Herausforderungen mit sich. Auf jeden Fall ist die Konzentration eine von ihnen. Es verlangt sehr viel Selbstdisziplin, sich nicht mit seinen MitschülerInnen die ganze Zeit zu unterhalten und sich nur auf sich selbst und seinen eigenen Lernstoff zu konzentrieren. Nach den ersten Monaten kann ich auch sagen, dass die Klausuren bzw. das Lernen für die Klausuren schwieriger geworden ist, da ich mir viel nach dem Unterricht nochmal selbst erarbeiten muss und auch viele SchülerInnen auf unterschiedlichem Stand sind und die Lehrkräfte natürlich auch noch dabei sind, einzuschätzen, wie viel Lernstoff schaffen wir dann, wenn wir uns wirklich alles selbst erarbeiten. Außerdem ist die Notengebung schwieriger für uns SchülerInnen einzuschätzen. Denn wir haben, wie gesagt, sehr wenig Frontalunterricht nur noch und auch wenig mündliche Phasen. Ich persönlich finde das auch ein Stück weit schade, da ich Frontalunterricht und vor allem auch gemeinsame Phasen zum Austauschen sehr wichtig finde, um Gelerntes nochmal zu verinnerlichen. Es bringt aber natürlich auch sehr positive Aspekte mit sich. Zum Beispiel haben wir SchülerInnen sehr viel Freiraum, uns den Unterricht sozusagen nach unseren eigenen Präferenzen zu gestalten. Außerdem gibt es wirklich gute Möglichkeiten, interessante Projekte durchzuführen. Außerdem denke ich, dass wenn dieses Konzept funktioniert, wir Kompetenzen erlangen, die wirklich sehr wichtig für unser Leben sind und uns viel weiterbringen können. Zu diesen Kompetenzen muss aber natürlich auch gehören, dass wir lernen, wie gehe ich mit Schwierigkeiten um? Was tue ich, wenn ich nicht mehr weiterkomme? Und vor allem auch, was tue ich, wenn ich mich überhaupt nicht motivieren kann? Egal, ob es nun ein digitalisiertes oder ein normales, klassisches Unterrichtskonzept ist, kann ich aber sagen, dass sich das Verhältnis zu den Lehrkräften gewandelt hat. Vor Corona hat die Lehrkraft eine Rolle der Vertrauensperson eingenommen. Durch Corona hat sich dieses Verhältnis auf jeden Fall abgekühlt und auch distanziert. Es gibt vereinzelt sehr engagierte Lehrkräfte, die gefragt haben und sehr viel Interesse und auch Verständnis gezeigt haben. Eine Freundin von mir hat berichtet, dass eine Lehrkraft jede Person aus der Klasse abtelefoniert hat und gefragt hat, wie sie mit der Situation klarkommen. Ich habe ein einziges Mal eine offene Gesprächsrunde im Unterricht erlebt, in der unsere Lehrerin nachgefragt hat, wie es uns geht und uns einen Raum geschaffen hat, uns auszutauschen. Mir hat diese eine Erfahrung wirklich sehr gut gefallen, denn es hat mir gezeigt,
dass wir verstanden werden und auch gesehen werden, wie belastend diese Situation für uns ist. Insgesamt kann ich sagen, dass der Stress und Leistungsdruck auf jeden Fall zugenommen hat. Gerne dazu auch die nächste Folie. Viele Schülerinnen und Schüler stehen unter enormem Stress und Leistungsdruck. Das liegt einerseits daran, dass der Lernstoff strikt weiterverfolgt wird und es keinerlei Entlastung für den SchülerInnen gibt, trotz dieser anstrengenden Zeit. Auch die Wissenslücken spielen hierbei eine wichtige Rolle. Sie werden im Unterricht nicht ausreichend aufgegriffen, da es im Lehrplan nicht genug Freiraum gibt, ihn an die jetzige Situation anzupassen und dieser weiter verfolgt wird. Das finde ich sehr problematisch, da nicht alle SchülerInnen die gleichen Chancen hatten. Einerseits, also die gleichen Chancen im Lockdown Wissen zu erlangen. Einerseits durch finanzielle Ungleichheiten, aber eben auch durch psychische Probleme. Dies wirft SchülerInnen, die es sowieso schon in der Schule haben, noch weiter zurück. Es demotiviert sie, es setzt sie dann im Endeffekt auch noch weiter unter Stress und überfordert sie. Der Fokus muss jetzt darauf liegen, alle SchülerInnen zurück ins Boot zu holen und nicht darauf, den Lehrplan wie gewohnt weiterzuverfolgen, denn wir befinden uns ja in einer Ausnahmesituation. Das muss berücksichtigt werden. Als letztes möchte ich auf die psychische Belastung noch ein weiteres Mal eingehen. Gerne dazu auch die nächste Folie. Es war für alle SchülerInnen und Schüler eine sehr belastende, schwere und vor allem auch psychisch belastete Zeit. Wir alle kennen die Zahlen, wie zum Beispiel vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Sie besagen, dass die Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit Anzeichen für Depressionen stark ansteigen. Darauf wird von der Schule nicht reagiert. Nach dem Lockdown wurde weder psychische Belastung thematisiert, nachgefragt oder berücksichtigt. Das sendet uns Schülerschaft die Botschaft, dass nur unsere schulischen Leistungen zählen und unsere mentale Gesundheit unwichtig ist. Ich frage mich, soll das eine Botschaft für unser Leben sein? Ich hoffe nicht. Jetzt muss die Schule dafür sorgen, dass alle SchülerInnen abgeholt werden, indem gefragt wird und Verständnis gezeigt wird. Ich erwarte auch von Schulen, dass Unterstützung und Hilfestellung geboten werden, indem darüber geredet wird, offen, indem Offenheit auch praktiziert wird und für eine Entstigmatisierung gesorgt wird. Es ist auch wichtig, Hilfsangebote aufzuzeigen, wie zum Beispiel die Nummer gegen Kummer, Beratungsstellen oder eben einfach auch nur auf die SchulpsychologInnen hinzuweisen. Ich persönlich weiß nichts von meinem Schulpsychologen an der Schule. Ich weiß nicht, wo ich den zu finden habe. Und im Unterricht wurde ich auch noch nie auf ihn hingewiesen. Auch in der gesamten Lockdown-Zeit wurde uns SchülerInnen kein einziges Mal Hilfsangebote gestellt. Auch der Umgang mit Krisen sollte im Unterricht gelehrt werden. Natürlich erwarte ich dies nicht von Lehrkräften. Sie sind keine Experten für psychische Gesundheit. Man kann aber auf jeden Fall externe Expertinnen engagieren. Denn die Corona-Pandemie ist gleichzeitig für alle Jugendlichen eine mentale Krise. Und da darf sich Schule nicht rausziehen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank. Liebe Mila, oh Gott, ich bin ein bisschen gerührt, muss ich wirklich sagen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese ehrlichen und offenen Worte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier einen Hausaufgabenzettel stehen. Für das, was Schule in Zukunft leisten muss. Und ich bin ganz froh, dass wir einen Teil der Hausaufgaben gemacht haben, immerhin nicht alle, weil ich hoffe, dass wir zu vielen Themen, die Sie gerade angesprochen haben, heute ein Angebot haben. Wir haben ja gestern schon mal auf die Jugend geschaut in dem Vortrag von Simon Schnetzer und Sie haben das ja sehr bestätigt und Sie haben ja auch noch mal deutlich gemacht, warum die Empathie so eine wichtige Führungskompetenz ist, dass es eben nicht alleine kognitiv geht und gerade nach einer Krise das Einfühlen noch mal eine ganz besondere Aufgabe wird. Und wir wollen jetzt versuchen, in den
darauf folgenden Vorträgen auch noch mal anders zu schauen. Stefan Braukmann-Zajkiewicz wird gleich auf Führungsaufgaben schauen, die sich auch aus den letzten Jahren ergeben haben. Nina Brem wird das Thema Bildungsbenachteiligung, Chancengerechtigkeit noch mal besonders in den Fokus nehmen. Und Anne Slifka denkt ja zum Schluss nach über eine neue Grammatik des Lernens, die sie angedeutet haben. Und ich fand das sehr interessant, dieses Verhältnis zwischen Frontalunterricht und Austausch und Selbstständigkeit. Wie bekommt man da eigentlich eine gute Balance hin? Darüber wollen wir heute gemeinsam nachdenken. Und deswegen freue ich mich so, dass Sie eigentlich alles angesprochen haben und uns dabei sehr berührt haben. Ich danke Ihnen. Und es gibt noch mal einen virtuellen Applaus. Danke schön. Der Dank kommt übrigens auch im Chatverlauf, Mila. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich sage immer noch du. Und es kommen ganz viele Beiträge, die sich für die Offenheit und die Ehrlichkeit bedanken und die auch einen Hausaufgabenzettel sich schreiben.